herzlich willkommen bei der Klöppeloma. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dieses Mal möchte ich mit euch was ganz Besonderes machen. Und zwar mal etwas Größeres. Ihr könnt es hier schon erkennen. Es ist der Stufenschal oder auch Schal Nummer 3 von der Hildegard Thumann und Christine Engeneit-Lehming. Die beiden haben diesen Schal entworfen und da auch eine wunderschöne Anleitung zu erstellt, wo man sehr gut nacharbeiten kann. Trotzdem möchte ich euch auf die Reise mitnehmen und euch dann auch Schritt für Schritt zeigen, wie dieser Schal zu arbeiten ist. Vor allen Dingen Anfang und Ende, aber auch zwischendurch. Ich habe vor etlichen Jahren diesen Schal schon mal gearbeitet, aber es war nicht meine Farbe und eine liebe Freundin von mir, die fand ihn so toll und für die war die genau richtig und dann habe ich ihn einfach verschenkt. Jetzt habe ich mir ein neues Garn besorgt und das ist so eher meine Farbe, ein bisschen was ins Pinke mit Weiß, ein meliertes Garn, habe ich mir jetzt besorgt und da will ich mitarbeiten. Dieses Garn, das ist das Manus Les. Ich zeige euch mal hier. Moment, ob ihr das jetzt hier sehen, lesen könnt. Ja, da oben ist es. Ich mache mal ein bisschen größer. So, Manus Les. Ihr braucht einen Strang von 50 Gramm bei einer Lauflänge von 400 Meter pro 50 Gramm. Das ist also ein Strang. Und da das Garn reicht für einen Schal. Ihr könnt aber auch alternativ die Tussa-Seide nehmen. 20-2 von Zürcher Stadler. Ich werde euch in der Beschreibung noch schreiben, auch wo ihr dieses Manus Lace bekommt. Und das werde ich euch dann noch mitteilen. Ansonsten, wie gesagt, diese Tussa-Seide, die geht auch. Da habt ihr nur Uni, aber man könnte dann auch gemischte Töne aufhängen. Und da wird auch gleiche Anzahl von, also gleiche Grammzahl benötigt. Wir brauchen, Moment, ich habe hier die Klammer, 46 Klöppelpaare. Ja, und dann das Besondere an diesem Schal ist einmal, dass wir eine variable Länge haben. Wir haben drei verschiedene Längen zur Verfügung. Das hängt dann jeweils mit einem unterschiedlichen Anfang zusammen. Und sehr viel modernen Grund. Verschiedene moderne Gründe. Ist alles genauestens erklärt. Also die Fortgeschrittenen unter euch, die schaffen das auch ohne meine Anleitung. Aber die Anfänger, natürlich die Grundschläge müsst ihr können. Da müsst ihr, die müsst ihr beherrschen. Aber alles andere werdet ihr dann mit mir gemeinsam arbeiten können. Also so auch relative Anfänger. Ja, das ist sehr schön mit dem Stufen hier unten. Ihr könnt das sehen. Da wird erst die eine Hälfte aufgehangen, dann arbeitet man hier so ein Stück und dann kommt die zweite Hälfte dazu, sodass wir da eine Stufe drin haben am Anfang und am Ende. Man kann dann Fransen machen, man kann aber auch die Fransen weglassen. Da werde ich mal schauen, wie ich das diesmal mache. Wer das nicht möchte, kann aber auch den Brief da etwas abändern und einfach, ich zeige das mal hier, einfach hier so einen geraden Anfang machen. Da setzt sich dann hier noch die Nadelpunkte, die Reihe fort und fängt dann praktisch hier an. Die drei Längen, die wir da zur Verfügung haben, die so vorgegeben sind, sind, Moment, wo habe ich es? 3 Längen, 1,70, 1,80 und 2 Meter. Ja, lässt sich aber auch noch
etwas anbauen, aber das können dann mehr die Fortgeschrittenen, die da nochmal improvisieren und da noch andere Längen da bevorzugen. Diese modernen Gründe, die sind dann hier aufgelistet nochmal. Wird mit einem offenen Netzschlag gearbeitet, also da bleibt die Nadel offen. Und hier haben wir dann die Brüsseler Schläge. Jeweils die eingekreisten sind Brüsseler Schläge, die anderen sind einfach Netzschlag, Nadel stecken und offen lassen. Also ist sehr schön gezeichnet, der Brief. Also man kann da sehr schön nacharbeiten. Ich war damals, wie ich den gemacht habe, ganz begeistert. Und das ist also echt ganz toll. So, ich werde jetzt also mal Brief basteln und Garn wickeln und dann schauen wir mal. Dann werden wir wohl dann starten können. So Leute, ich bin startklar. Ihr hoffentlich auch. Ich habe mir jetzt den Anfang ausgesucht für die 1,80 Länge, weil ich bin nicht sehr groß. Ich bin nur 1,54 groß und darum brauche ich den nicht so lang, den Schal. Wer größer ist, der kann sich den anderen Anfang nehmen von 2 Meter. Da ist nur der Anfang dann etwas anders und wird anders angelegt. Aber im Prinzip ist das alles auch sehr schön beschrieben. Da kann jeder nach seinen Bedürfnissen gut nacharbeiten. So, ich habe jetzt hier die Manus Les genommen. In so einem Pink mit Weiß, etwas Verlaufsfarben drin. Und die finde ich jetzt sehr schön. Ich habe es schon mal gemacht mit Grün. Auch in dieser Art und das gefiel mir also ganz gut. Jetzt habe ich nur hier eine andere Farbe genommen, die sagt mir persönlich jetzt mehr zu. Also, hier wird jetzt angefangen, hier oben. Ich mache wohl den Rand anders. In der Beschreibung steht, man sollte da zwei Leinenschläge machen am Rand. Mache ich aber nicht. Ich mache zwei Ganzschläge, weil hier runter. Vor allen Dingen, ja, an den Längsseiten hier runter, wenn man da nur Leinenschlag hat auf dieser Länge, dann zieht man leicht zu stramm oder zu locker. Und vor allen Dingen, wenn man da zu stramm gezogen hat, dann zieht hinterher sich der Schal da so ein bisschen zusammen. Also ich finde, der Rand hat besseren Halt, wenn wir da Ganzschläge machen. Ich mache das grundsätzlich so mit Ganzschlägen. So, das war das, was ich euch sagen wollte. Wo ihr das Garn herkriegt und wo ihr den Brief erwerben könnt, schreibe ich euch in der Beschreibung. Da könnt ihr da nochmal nachlesen und dann die Chose bestellen. Der Brief ist auch nicht teuer, der Klöppelbrief für 10 Euro für so einen Schal. Also da muss ich sagen, alle Achtung, denn so ein Entwurf ist doch immer sehr viel Arbeit und ich finde das toll, dass wirklich da sich auch jeder diesen Brief leisten kann. Jetzt hängen wir auf und zwar, es sollen zwei Ganzschlagpaare nach rechts und zwei nach links gehen. Das heißt, wir müssen vier Paare hier aufhängen und zwar so, immer ein Klöppel nach rechts, einer nach links. Und zwar mache ich das hier in der Mitte. So, jetzt habe ich hier die zwei Paare und da die zwei Paare. Ja? Ein bisschen länger machen hier. So, jetzt soll an der Nadel, jetzt muss ich noch mal, da sollen jetzt auch zwei neue Paare da aufgehangen werden, die da jetzt reinkommen, die nachher immer nach innen gehen. Da stecke ich mir außerhalb die Nadel. Und hänge da jetzt erstmal zwei Paare drauf. So.
offen aufhängen, wie ein Mäntelchen, so hintereinander. Ihr könnt das sehen. So, dann jedes Paar einmal drehen. Dann habe ich da zwei Dreher an der Nadel. Und dann arbeite ich hier im Ganzschlag jetzt erstmal diese zwei neuen Paare dadurch. Erst dieses hier, schön im Ganzschlag. Und dann das andere auch. So. Jetzt habe ich hier wieder die zwei Paare, die am Rand entlang laufen sollen. Und hier sind die zwei neu eingehangenen Paare. So, jetzt ziehe ich mir das hier erstmal ein bisschen zurecht, dass wir Halt kriegen. So. Jetzt gehe ich rechts weiter. Da hänge ich mir, ich habe jetzt hier natürlich da außerhalb, das war jetzt Quatsch, ich hätte hier erstmal an dem Nadelpunkt hier das erste Paar eingehangen, dann ziehe ich jetzt die andere Nadel raus, so, dann habe ich die da drin, kommt sich jetzt auf ein, zwei Nadelpunkte nach rechts oder links nicht an. Solange das alles noch so locker ist, ist das natürlich. Jetzt hänge ich hier wieder zwei Paare ein. So, auch wieder offen aufhängen. Ein Paar. Das zweite da drüber. Jedes Paar einmal drehen. Dann habe ich zwei Dreher an die Nadel und arbeite jetzt zwei Ganzschläge nach links, so, und dieses Paar auch noch, und wenn ich jetzt ziehe, habe ich hier wieder die Paare, die hier oben erstmal waagerecht durchlaufen, die zwei, da ist mir der Knoten aufgegangen, aber ihr wisst ja, am Anfang ist das immer eine etwas rutschige Angelegenheit. So. Und hier habe ich die zwei neuen Paare, die ich eingehangen, die hängen jetzt da an der Nadel. Jetzt gehe ich hier erstmal bis zur Kante, bis zur Ecke hier und hänge mir erstmal die Paare alle ein. Ich nehme da auch gerne die Nadeln mit dem bunten Köpfchen, die sind ein bisschen dicker. Da rutschen mir die Fäden nicht so schnell da oben drüber. So. Da einhängen. Einmal. Zweimal. Jedes Paar einmal drehen. Und dann mit dem hier fange ich an. Zwei Ganzschläge nach links. So. Und hier auch. Und dann haben wir nochmal. Ja. Und dann sorgen wir gleich erst dafür, dass die Paare ein bisschen Halt kriegen. So, hier hängen wir nochmal ein, zweimal drehen. Und mit diesem hier fangen wir an. Zwei Ganzschläge nach links. So. Jetzt haben wir die schon mal bis da drin. Jetzt mache ich erstmal hier mit denen. Der war hier. Na. Den habe ich hier. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na, irgendwas habe ich hier, ist hier faul. Mal eben gucken. Der ist drin, das ist das eine Paar, was gerade durchgeht, genau. Die sind drin, ich muss die noch... Wo ist denn hier mein zweites Randpaar abgeblieben? Ach,
ist das denn? Das ist hier. Da ist mein zweites Randpaar. Das muss hier noch durch. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Gleich ziehen wir noch mal zur Kontrolle an. Dann können wir das besser sehen, ob alles richtig ist. So. Dass die zwei Randpaare hier oben waagerecht laufen. Die ziehe ich jetzt hier mal stramm ein bisschen, so gut es geht. Ja, am Anfang ist das echt eine rutschige Angelegenheit, bis wir da ein bisschen Halt kriegen. Ja, das sind jetzt die zwei, die da waagerecht da durchlaufen. Da kann man es jetzt gut sehen. So, jetzt gehe ich erstmal hier und mache hier mal die erste Reihe, damit die Paare hier schon mal Halt kriegen. Und zwar für diesen Punkt hier, ich mache mal ein bisschen größer, für diesen Nadelpunkt hier nehmen wir ein Paar von dieser Nadel von rechts und das andere von der linken Nadel und können da einen Ganzschlag machen. Ganzschlag und eine Nadel setzen. Und mit Ganzschlag schließen. So, und so gehen wir jetzt mal die Reihe durch. Dann können wir die alle schon mal vernünftig anziehen. So, diese ein bisschen länger machen hier. Hier wieder ein Ganzschlag. Die zweite Löcherschlagreihe oder Brüstlerschlagreihe, die liegt genau zwischen diesen beiden Paaren. Zwischen diesen. So. Dann kommt ein Paar von da und ein Paar von der linken Nadel. Und die machen dann hier wieder den Brüstler. Nadel stecken und schließen. So, hier bin ich jetzt an der rechten Seite angekommen. Da habe ich jetzt die letzten beiden Paare eingehangen. Dieser Punkt, der liegt hier so schräg unterhalb. Den arbeite ich jetzt mit diesen beiden Paaren, die da durch den Rand gehen. Die da gerade durch den Rand gehen. Das könnt ihr auch auf der technischen Zeichnung ganz gut sehen. Die machen einen Ganzschlag. Rechts drehe ich noch einmal zusätzlich, dass ich da zwei Dreher habe, stecke hier die Nadel, mache wieder einen Ganzschlag, dann habe ich die Nadel geschlossen und dann mache ich mit den beiden hier, das ist ein Paar, das linke Paar von den neu eingehangenen hier, von hier. Und dieses mache ich hier jetzt den Ganzschlag. So, jetzt gehen diese beiden Paare nach unten. Die machen jetzt hier den Rand. So, und mit diesem hier, diese beiden, da mache ich jetzt da wieder den Brüstler Schlag. Und somit bin ich hier sauber um die Ecke gekommen. Schließen. Dann alles nochmal schön zurechtziehen. Am besten schön einzeln ziehen, damit es schön stramm wird und das Muster nachher auch schön zur Geltung kommt. Hier habe ich jetzt mein Paar, was jetzt wieder in den Rand geht. Und hier sind meine beiden Paare, die gerade runtergehen, auch im Ganzschlag. Und hier, wenn ich dieses Stück hier links gearbeitet habe, dann kann ich hier wieder aufnehmen. Jetzt gehe ich aber erst zur linken Seite, um da noch die restlichen Paare einzuhängen. So, die sind jetzt schon mal so weit fest. Da haben wir schon mal ein bisschen Halt. Und dann stecke ich mir die mit einer Spange an die Seite. So, zumachen.
So, die kommen jetzt hier erstmal an die Seite, damit ich hier jetzt Platz kriege für die restlichen Paare, die ich dann noch einhängen muss. Diesen Brüsseler Schlag kann ich hier schon arbeiten. Dann haben wir da auch schon wieder einen besseren Halt. Ich mache das immer ganz gerne, ehe ich alle Paare da drin habe. Dann rutscht das so doof hin und her immer, dass ich überhaupt nicht sehe, ob es richtig ist. Und dann mache ich immer, soweit es geht, schon mal fest, dass die Dinger Halt haben. So. Diese Punkte hier, wo kein Kringel drum ist, da wird der offene Halbschlag gemacht. Also Halbschlag, Nadel stecken und die Nadel bleibt offen. Und immer da mit dem Kringel drum wird ein Ganzschlag gearbeitet. So, jetzt hängen wir hier erstmal alle Paare ein. Hier habe ich wieder meine beiden Paare, die in den Rand gehen. Gucken, ja, das ist alles richtig. Hier sind die neu eingehangenen. Ein bisschen länger machen hier. Dann hänge ich da wieder zwei Paare auf. So, jedes Paar für sich einmal drehen. Dann habe ich nämlich zwei Dreher da. Und die arbeite ich jetzt im Ganzschlag nach rechts. Zwei Ganzschläge. Und mit dem auch. So. Da ist der eine, da ist der andere. Und da kann ich da schon den Brüsseler Schlag arbeiten. Mit den beiden hier. Von der Nadel und von der Nadel. Ihr könnt das hoffentlich gut sehen. Da ist der Nadelpunkt da unten zwischen. Ganzschlag, Nadel und Ganzschlag. So, die ziehe ich jetzt hier auch wieder stramm. Auch. Jetzt kommen wieder zwei Paare drauf. Hier oben nehme ich die mit den bunten Köpfchen, damit mir die Fäden da nicht so drüber huschen. So, wo sind denn meine Knöppel? Einmal. Zweimal, jeweils einmal drehen und zwei Ganzschläge nach rechts und mit dem hier auch zwei Ganzschläge nach rechts. Dann könnt ihr die Kontrolle machen, die Randpaare festhalten, die anderen Paare ziehen, da seht ihr, das sind die neu eingehangenen Paare. Kann ich da auch wieder den Nadelpunkt, der dazwischen liegt, hier, da, den kann ich jetzt auch wieder arbeiten mit den beiden hier. Und dann haben wir es wesentlich einfacher, als wenn wir die alle erstmal.
So, hier bin ich wieder. Jetzt will ich hoffen, dass mein Ton jetzt funktioniert. Ich mache es jetzt nochmal neu. Die Ecke, ja, von daher musste ich jetzt den Film nochmal eben anhalten und auf Privat stellen. Also, hier sind jetzt die zwei, an den zwei letzten Nadelpunkten hier auch, ist eingehangen worden und hier mache ich jetzt erstmal wieder mit dem Brüsseler Schlag. Diese Punktreihe hier. So. Und ihr seht auch, dass es wesentlich einfacher ist, einhängen und auch gleich irgendwie die nächste Reihe schon zu machen, damit die ganzen Klöppel Halt haben. Dann ist es einfacher, als wenn da wenn man die alle einhängt und die rutschen alle hin und her, man kann nicht vernünftig anziehen. So, da muss ich den. Ah, ich habe den zweiten da noch nicht rein. Also nochmal zurück. Die Tongeschichte hat mich jetzt also ein bisschen aus der Fassung gebracht. So, der muss ja noch darüber. Da auch noch. So, jetzt haben wir hier wieder erstmal den Brüsseler Schlag da unten drunter. Dahin. So, jetzt ziehe ich erstmal alles stramm, dass wir sehen, dass alles richtig ist. So, das sind jetzt hier die zwei vom Rand. Die linken hier, die ich hier links liegen habe, das sind die zwei Randpaare, die ganz durchgehen. Hier mache ich erst den Brüsseler Schlag zu. So, und da machen wir jetzt mit den beiden, die vom Rand, die gerade durch den Rand gekommen sind, die waagerecht da oben laufen, mit denen jetzt einen Ganzschlag. Links nochmal zusätzlich drehen, dann kommt da die Nadel hin. Dann mache ich mit Ganzschlag zu. Macht mit dem rechten hier daneben nochmal einen Ganzschlag. Und jetzt habe ich hier diese beiden, die jetzt hier im Rand senkrecht runterlaufen. Jetzt habe ich da einen Punkt, der hat keinen Kringel. Das heißt, da mache ich einen Netzschlag oder Halbschlag, stecke die Nadel und die bleibt offen. Ich gehe sofort mit diesem Paar hier nach links. Ganzschlag, hier auch nochmal einen Ganzschlag, links den extra Dreh und da die Nadel im Rand. Schließen mit Ganzschlag, nach rechts noch einen Ganzschlag, da ist ja das zweite Paar, was darunter läuft. So, dann habe ich den Rand da soweit fertig. Jetzt fange ich wieder am obersten Nadelpunkt an. Ganzschlag, Nadel und mit Ganzschlag schließen. Jetzt wieder ein Punkt ohne Kringel, also Halbschlag, Nadel stecken und offen lassen. Hier wieder. Wir arbeiten hier auch diagonal, wie wir beim Torchon immer arbeiten. Und dieser moderne Grund ist ja auch ein Torchon-Grund. So, die Nadel bleibt also offen. Und wieder Ganzschlag nach links, noch einen Ganzschlag nach links. Zusatzdreh mit dem linken Paar. Da die Nadel am Rand mit Ganzschlag schließen. Nochmal schön zurechtziehen, noch einen Ganzschlag, gerade bei den Ganzschlägen ja immer schön anziehen, später könnt ihr da nichts mehr ändern. Jetzt fangen wir wieder da rechts oben an dem obersten Punkt an und hier geht es auch wieder gleich los mit der offenen Nadel. Halbschlag, Nadel offen lassen, noch einmal Halbschlag. Nadel offen lassen. Und hier jetzt wieder Ganzschlag, Nadel
Und ja, die Nadel da rein. So, und mit Ganzschlag schließen. Das ist jetzt hier unser moderner Grund. Die Brüsseler Schläge, die sind da also einmal hier so in Streifen untereinander angeordnet. Ihr könnt das in der Beschreibung auch dann nachschauen, wie das aussieht und wie das Muster fertig geklöppelt aussieht. Aber ich glaube, hier könnt ihr auch schon was erkennen. Ich mache mal ein klein bisschen größer, dann könnt ihr das schon mal sehen. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Gebt mal Rückmeldung, wie es klappt, dann würde ich mich freuen. Und wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Video.